Zwei Spiele, eine Entscheidung am 38. Spieltag. Sportliches Überleben oder runter in Liga 3. Leutershausen hatte es in der eigenen Hand im Fernduell um den Nichtabstieg gegen die punktgleichen Hennstädter. Im Heimspiel gegen Nordhorn zeigten sich die Roten Teufel anfangs aber nervös in der Offensive. Es ging hin und her. Die Partie war eng, wurde zudem schnell und attraktiv geführt. Nordhorn kämpfte und, siehe da, führte sogar zur Halbzeit. Die Chance also greifbar für den SV Hennstedt-Ulzburg gegen Eisenach. An diesem Tag in der Moorbeck-Halle in Norderstedt mit mehr Zuschauerkapazitäten als sonst. Und der SVHU wollte sich im ungleichen Match gegen den künftigen Bundesligisten partout gegen den Abstieg stemmen. 800 Fans von Anfang an auf Betriebstemperatur. Doch obwohl die heimischen Frogs in dem offenen Schlagabtausch den Kampf suchten, lagen sie zur Halbzeit ziemlich klar zurück gegen den Liga-Dritten. Leutershausen stand in Halbzeit 2 trotzdem unter Zugzwang. Die SG wollte nichts anbrennen lassen und erwischte einen Blitzstart. Nach 45 Minuten stand es 23:18. Die junge, beflügelte Leutershausener Truppe spielte sich nun immer weiter in einen Rausch, siegte am Ende deutlich mit 28:22. Was folgte, war natürlich grenzenlose Euphorie. Küsschen hier für Star-Trainer Holger Löhr, Umarmung da für Manager Uli Roth, dessen Nerven sonst durch die Band pur sicher nicht ganz so heftig strapaziert werden. Die Nicht-Abstiegsparty ging bis tief in die Nacht und sie ging auf der Platte los. Ich denke schon, dass wir eine Entwicklung gemacht haben. Wir haben ja gewusst, aufgrund unserer Philosophie, dass wir auch auf viele junge Leute bauen. Und da merkt man im Laufe der Runde, dass man auch ein bisschen reift, dass man natürlich solche Dinger immer noch abschenkt mit ein, zwei Toren. Ja, so what, dafür ist die Liga einfach zu stark, aber die Entwicklung braucht auch ein bisschen Zeit. Die Roten Teufel bleiben der zweiten Handball-Bundesliga also erhalten. In Hennstedt konnten sich die Frogs strecken, wie sie wollten. Aber es hätte eh nicht gereicht. Der THSV Eisenach zeigte trotz des bereits feststehenden Aufstiegs in der zweiten Halbzeit endgültig seine spielerische Überlegenheit. 30:37 am Ende. Aber neben der Enttäuschung kam auch schon wieder Angriffslust auf, mit Blick auf die kommende Saison in Liga 3. Wir haben gezeigt, dass wir in der zweiten Liga mithalten können. Also ich denke, wir haben viele Spiele durch eigenes Unvermögen verloren. Aber wenn man beispielsweise gegen Amstetten 48 Minuten mit 6 Toren führt, denke ich, ist das schon eine Leistung. Und man hat gezeigt, dass man auf jeden Fall in die zweite Liga gehört und nächstes Jahr wieder angreifen kann. Wir werden jetzt auch sicherlich 2-3 Tage traurig sein und uns ärgern, dass wir es nicht geschafft haben. Aber ja, dann geht der Blick wieder nach vorne und dann steht die nächste Saison schon bald wieder vor der Tür. Am Ende sogar versöhnliche Mienen und positive emotionale Momente bei der Verabschiedung von unter anderem 6 Spielern des SV Hennstedt-Ulzburg, für den das Abenteuer zweite Liga nun erstmal vorbei ist. Die Ergebnisse des 38. und damit letzten Spieltags. Erlangen, Leipzig und der BHC mit Heimsiegen. Hennstedt verliert also, Leutershausen dagegen gelingt wie gesehen der Heimsieg. Auch Hildesheim gewinnt, Emstetten schlägt auswärts Bad Schwartau, Ferndorf holt zum Schluss noch einmal einen Punkt gegen Hüttenberg und Saarlouis besiegt Aue. Die Tabelle. Für den Bergischen HC, den TV Emstetten und den THSV Eisenach geht es verdientermaßen in der nächsten Saison in der DKB-Handball-Bundesliga weiter. Dagegen müssen Hennstedt, Ferndorf und Schwerin runter. Mit Essen und Neuhausen verlassen 2 Zweitliga-Aufsteiger aus dem letzten Jahr wieder das Oberhaus. Und auch der Traditionsclub aus Großwallstadt muss in Liga 2.